Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zum... Ether? Ist das Ether? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist Ether. Ja. Ether also, to Ether. Guck mal hier, da, Stein, Ether. Böse. Ist das Etherstein? Etherstein? Ja, gut, ist es okay, Holy Stone. Hier, ich hab ein bisschen die Kisten geordnet, ne? Du hast geordnet. Das ist doch super. Ich brauch Stein. Hier hast du Stein. Und ich nehme hier dafür Holy Stone Fences Russ. So, und ja, wir haben offscreen ein bisschen gearbeitet. Ja, wir haben nur ein bisschen sortiert, ich und was er gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe einmal ein bisschen bearbeitet, denn das Ganze wollten wir nicht online onscreen machen. Das wäre ein bisschen unprofessionell und es wäre auch blöd für euch gewesen. Deswegen haben wir das Ganze offscreen gemacht. Right. Und ja, jetzt bauen wir hier nur die Brücke fertig, denn die Brücke haben wir einmal, oder habe ich einmal ausgetauscht durch normalen Stein. Und der Zaun, der ist jetzt quasi noch eine Zusatzsicherung. Vor Wolken, die jetzt, ich kündige das einfach an, nächste Folge. Ab nächste Folge wird wir hätten auch ein Glasturnier machen können. Fällt mir hätten wir auf. Auch mal können. Ja, ich baue nachher später noch ein Dach drauf. Genau. Ab nächster Folge wird es Gegner geben. So. Das heißt, ab da wird es lustiger für uns. Oder je nachdem, wie man das dann sieht. Es wird lustig, auf jeden Fall. Für euch bestimmt, für uns keine Ahnung. Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Müssen wir noch rausfinden, wie das für uns wird. Aber dieser Wolkenschutz, den wir da gebaut haben, der ist wirklich praktisch. Ja. Also vor allem, wenn man da gegen die Wand läuft. Was ich ja so gerne tue. Ich glaube, wir lassen den Berg hier einfach. Es wäre mir jetzt zu viel, den abzubauen. Ja, lass den einfach da. Und dann hat sich die Sache... Wir bauen einfach hier alles ab und nehmen uns einen nächsten Berg vor, den wir abbauen. So. Bergception. Nee, diesen Berg hier, den meine ich, den werde ich da lassen. Ja? Ja, ich habe alles verstanden, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Den werde ich da Berg? Lassen. Welchen In dem wir wohnen. Das ist eine Insel, kein Berg. Naja, hier ist schon ein Berg über, also an unserem Haus so. Und in den Berg würde ich ja reinbauen, deswegen lasse ich auch den Berg da, weißt du? Ja, dann, achso, den Berg, ja, dann lass den Berg da. Ja, den lasse ich da. So, jetzt müssen wir eben den Zaun zu Ende basteln. Zeigt er mir, dass auch schön aussieht. Ja, auch schönes Aussehen ist dem Ether wichtig. Right. Und ich frage mich, wie wir das Dach basteln, ne? Gar nicht. Oder meinst du das Dach von der Brücke? Ich meine das Dach von dem Haus. Achso, das ist mir egal, wie du das bastelst. Du musst mir da helfen. Nein, nicht Block auf Quarz. Wo sind denn die Wolken? Waren die nicht hier unten? Wolken. Ja, wir haben noch genug Wolken. Okay. Also ein dann paar. Dann bastel ich so ein Wolkendach da drüber. Das würde bestimmt geil aussehen. Richtig, Weltraum. Übelst Weltraum. Baust du heute per Fenster ein? Ja, aber erstmal nur gut. Erstmal baue ich nur eine Steinwand. Erstmal so und dann... Ah, okay, gut, okay. So, mal gucken. Ich glaube, ich bastel das Wolkendach zwei Ebenen drüber. In welche Richtung können wir denn gehen? Ich glaube, in die hier. Keine Ahnung, suchst du aus. Wir gehen in die hier noch weiter. Gut. Jetzt die Frage, komm mal runter, eben. Warte. Stein, ja. Okay, warte, ich bin da. So, guck mal hier. Soll das so gebaut werden? Oder, Ich würde keine Zäune nehmen, ich würde Steine so nehmen. So gebaut werden. Nee, ich meine vom Dach her. Von den Zäunen her ist es ja gut, weil dann kannst du auch außerhalb des Quicksalz laufen. Naja. Aber soll es halt so mit Rand oder nur oben einmal drüber? Hier kannst du es auch so nicht laufen, weil hier kommst du ja nicht durch die Wolken. Ja, genau. Also ich würde auch vorschlagen, dass wir ein Viererdach bauen und kein Zweierdach. Ja, dann bauen wir ein Viererdach. Ja. Dann bauen wir ein Viererdach. Warum habe ich die Wolke abgebaut, wenn sie sowieso dahin muss? Aber egal. Dann bauen dann wir die bauen Seite wir direkt das. Auch noch mit. So, 3, 4. Wir brauchen so viel Holy Stone, ne? Wir brauchen auch ganz schön viele Wolken jetzt für die Brücke. Wobei ich jetzt einmal 46er. Glaube ich zumindest. Ja, 246 erst dürfte reichen. So das viel sollte. Holy Stone. Dann geh doch einfach auf die Nachbarinsel und unterkeller nicht unsere Insel. Ja, wieso? Bei uns ist ja egal. Hier baue ich dann einfach eine Tür ein und schreibe dann dran Restricted Area. Da werde ich mich allerdings nicht dran halten. Das heißt, du wirst mich in dieser Ebene einsturzgefährdet. Das ist mir auch egal. Okay, es könnte doch etwas knapp werden. Ich bin jetzt gerade bei 30. Der erste Block ist, der erste Dings ist schon weg und ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ach Quatsch. Und muss auch noch zurückkommen. Aber soll dafür da, damit die Gegner uns nicht runterpusten. Ja, das ist schon besser. Also. Diese Brücke führt nochmal in den Dungeon, oder?
Nein, die Brücke führt zur anderen Insel und ich glaube, da ist auch irgendwo ein Dungeon, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, sie muss ja irgendeinen Nutzen erfüllen dann im Endeffekt. Ja, das ist ja der Nutzen. Und ich bugge. Ah. Okay, hier brauchen wir definitiv ein Auffangnetz. Beim Ende der Brücke. Okay. Sonst kriegen wir da Schaden. Ja, haben wir ja auf der anderen Seite hier auch. Ja, ja. So, ich komme mal rüber. Das Praktische ist, dass du jetzt einfach nur lenken musst und kommst dann automatisch dahin, wo du willst. Also auf dem Quicksal. Mhm. So, und jetzt muss ich eben kurz das Auffangnetz hier auf der anderen Seite machen. Und sonst klatschen wir jedes Mal gegen die Wand. Und das wäre doof. Ein bisschen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? So, und hier geht's dann in die Mine. Ich glaube, ich baue einfach so. Und so. Das müsste eigentlich schon reichen. Ich glaube, ich muss dann auch nochmal in die normale Welt ein paar Diamanten suchen. Wofür brauchst du Diamanten? Eine Diamantspitzhacke dann irgendwann noch. So. Weil die andere ist schon fast im Arsch. Jo, das reicht, sehr schön. Okay, unsere Wolkensperre funktioniert. Ich habe nur dummerweise gerade keine Steine, um sie schön zu gestalten, deswegen wird sie jetzt hässlich gestaltet. Okay. So. YOLO. Aber ich mach doch nur zwei breite Wolkendecke. Aber warum? Weil wir ansonsten zu viele Wolken verbrauchen. Lol. Ich weiß, meine Logik ist echt. Ja, das ist Wahnsinn. Ist ja das, das ist bei mir oft so. Ich habe mir auch schon so viele Systeme aufgebaut und habe sie dann danach selber wieder eingerissen, weil sie scheiße waren. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht genug Wolken hätten im Äther. Also, im Moment haben wir nicht genug Wolken. Müsste es wieder welche abbauen gehen. Und da habe ich gerade zu faul zu. Also gibt's halt nur normale. Die radikale Methode. What the... Kommst du mal bitte hier rüber? Ja. Ah. Ich bin hier beim Abbauen und dann störst du mich und Ja, du kommst jetzt mal hier rüber. Ist das safe hier? Ja, ja, die Brücke ist safe. Flip. Du musst hingucken, wo du hin willst. Ich bugge. Nein, du musst hingucken, wo du hin willst. Hallo. So, komm mal mit. Was zum Fick ist das? Eine Blume. Die kannst du abbauen. Also man, die Schaden? Nö, Schaden machen sie keinen. Die kannst du toten. Und da kriegst du Windberry raus. Wow, was ist das für ein Zeug? Windberry, hier. Kannst du es essen? Das kannst du essen. Wow, wirklich viel. Macht's nicht. Hm. Und es gibt auch keinen Effekt. Also du musst einfach hier draufspringen und hingucken, wo du willst. Okay. Wo du willst. Und dann kommst du irgendwann... Strange. Ja, strange, aber fast, ne? Strange, but fast. So, und was ich jetzt gerne noch machen würde, ich muss nochmal hier rüber. Und hier die ganzen. Weil du kannst ja eh nicht rausgepustet werden, weil du eh zwischen den Wolken und dem Zaun nicht durchkommst. Ja. Ich glaube, in der unteren Welt regnet es gerade. Das kann nur sein. Das Tanit hier oben gewittert. Also nebenbei sammeln wir auch noch Zanit, das heißt, es geht voran. Also wir können dann irgendwann in den Dungeon. Ja, die Frage ist, wann? Ja. Das müssen wir aber auch noch gucken. Das machen wir mal ein paar Folgen bis dahin. Wird dann so. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal müssen wir das Haus fertig kriegen, würde ich sagen. Ja. Erst der Spaß, dann das Vergnügen. Ach, hier andersrum. Lol. Ich bugge auch. Zack. Aber das Endstück lasse ich so. So, habe ich nochmal 5 Zanit gefunden. Gut. So, die Wolken lasse ich jetzt einfach da liegen. Also mit einer Holzspitzhacke dauert halt länger, aber es ist effizienter auf lange Sicht gesehen. Auch auf kurze Sicht gesehen, aber okay. Ja. So, 3. Nein! Ja, wenn du jetzt nur so 5 Holy Stone brauchst, dann baust du die mit einer Diamantspitzhacke. Ja, klar. So, jetzt habe ich 3 Stacks nochmal. Ich finde das immer voll lustig, dass die Wolken zum Beispiel ebenfalls auf diesem Sand gleiten. Oder ebenfalls auf diesem Sand beschleunigt werden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, unser Wolkendach ist fertig. Geilon. So. Und es funktioniert wie...
es funktionieren soll. Wie hoch haben wir denn hier die Glaswand? 3. Hätte ich das ja alles gar nicht bauen brauchen. Tja. Das war fail. Gut, ich brauche... Du hast dein ganzes Glas verschwendet, oder? Nein, ich brauche jetzt Glas. Oder normales Glas. Ich habe jetzt überall Holy Stone hingebaut, wo gar kein Holy Stone hin muss. Das heißt, ich baue nochmal ab. Yay. Okay. Ah, ich habe die Diamantspitzhacke vergessen. Die Diamantschaufel. So, wir haben jetzt noch 11 Wolken und... Also 11 normale Wolken und 18 blaue. Okay. So, unsere Brücke ist fertig, aber da fehlen noch ein paar Fackeln. Haben wir irgendwo Fackeln? Erde, Werkzeuge, Stein, Rohstoff? Die sind in der diversen Kiste. Ja, gibt es einen Unterschied zwischen Ambrosium-Torch und Torch? Ja, die sehen unterschiedlich aus. Die müssen wir dann irgendwann mal vereinheitlichen, aber jetzt ist egal erstmal. Okay. Ich muss mal mein Mikrofon hier richten. So. Ah, nein. Shit. Was denn? Man kann auf den Zäunen keine Fackeln setzen. Es regnet übrigens wirklich in Echtwild, ne? Siehst du? Hab ich doch gesagt. It's raining, man. Halleluja. Das habe ich vorhin noch gehört. Irgendwie wirkt der Shader aber gerade nicht. Kann das? Kann, klar. Nehme ich meinen Standard-Shader an? Könnte gerade ein bisschen laggen, nicht wundern. So, jetzt ist auch der Water Shader mit drin. Aber jetzt. Nee. 30 FPS. Okay. Haben wir noch irgendwo Quicksilverglas? Oh, das sieht so. Oder muss ich welches machen? Du müsstest welches machen. Ich hab schon welches gemacht. Ich baue jetzt ein bisschen Sand ab. Ohne Sonne ist der Shader echt lame. Ich habe überhaupt keinen Shader drin. Habe ich noch Platz mit mir? Ach ja, okay. So, hab ich. Easy. Jetzt ist die Frage, soll ich Zäune abbauen und dann Quicksilber dranhauen? Normalen Stein dranhauen? Wobei dann könnte es wieder sein, dass wir wieder Probleme kriegen beim Drüberlaufen. Ne, kriegen wir nicht. Okay, ich hau normalen Stein drauf. Haben wir noch irgendwo Holystone außer in den Kisten? Ich hab welchen, aber... Weil ich hab gar keinen mehr. Du kannst welchen abbauen oben am Haus, halt. Oh, jetzt muss ich welchen abbauen mit mir eigentlich. Komm gefälligst runter und gib mir das Zeug. Ich habe noch 3 Stacks, aber nicht für dich. Dann komme ich halt runter. Nein, ich brauche die eh noch. Für das Haus. Ich komm jetzt. Und ich brauche sie für die Brücke, also mecker nicht. Bring eine Schaufel mit für den Sand. Ich habe eine Ätherschaufel dabei, die ist aber schon fast kaputt. Wo bist denn du? Ich bin hier unten in der Wüste und baue Sand ab. Ah, in der Wüste regnet es zumindest nicht. Doch, tut's. Naja, nee, Quatsch, hier hört's ja auf. Das war ja ein Fail. Wollte gerade sagen, weil ich hasse Regen mit meinem PC. Das ist schlimm. In Tacket hasse ich ihn auch, weil in Tacket laggt es wirklich, wenn es regnet. Ich kann mir vorstellen, weil Tacket übelst viel Technik ist. Das ist echt krass. So, jetzt gib mal hier. Hier hast du nur 2 Sand. Bitteschön. Dankeschön. Wie viel brauchst du denn? Reicht das? Hier ist eine Schaufel. Ja, das reicht. Ich will nicht die ganze Brücke zupflastern. Nur immer so, was weiß ich, alle 2 oder alle 3 oder 5 oder so, alle Blöcke. Reichen 3 Stacks Sand, ich glaube ja. Ja, sollte. Was willst du mal, ein Glas brennen? Ja, Glas paints dann. Ja, das reicht ja locker. Du kriegst ja aus einem Sand kriegst du ein Glas und aus 6 Glas kriegst du, glaube ich, 6 Dinge. Oder irgendwie so die Richtung war das ja. Ich nehme mal die Öfen mit hoch. Weil ich glaube, die Chunks bleiben nicht geladen, wenn wir aus der Welt gehen. Ja, dann nimm die mit nach oben. Man müsste irgendwie so tragbare Öfen mal in Minecraft entwickeln, das wär's doch. Ja, tragbarer Ofen. Oh, dass es hier oben nicht regnet, das ist so geil. Übelst geil, und. So, Moment. Wenn wir da jetzt Blöcke hinbauen, können wir nicht mehr ohne Quicksilber laufen. Brauchen wir Eisen? Was? Woher brauchen wir Eisen? Ich hab Eisen hier. Nö, eigentlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, hier mal zumachen. 1, 2, 3, 4. Das sind nur 4. Was sind nur 4? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt der Ofen, Mann. Hier kommt der Ofen, Mann. 5. 2, 3, 4, 5. Der Ofen, Mann. Der Ofen, Mann. Der Ofen, Mann. Die Öfen kommen hier mal in die Wand ran. Naja. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Nö, ich
bastel hier sowieso gerade noch mit den Lampen und den Dingses. Den Dingses? Ja, den Dingses. Hallo, ja, wir sind die Dingses. Genau, in meiner Sprache gibt es ganz viel Sinn. Hallo, wir sind die Dingses. Kannst du für jedes X-Beliebige Eisen, Wort verwenden. Eisen liegt noch in der Kiste drin, ne? Wenn du da mal eine Eisenspitzhacke oder bauen willst. Moment, brauche ich noch kein Eisen, noch nicht. Falls. So. Jetzt dunkel hier vor die Hackerhöhle. Hackerhöhle. Kennst du eigentlich so, Hacker? Unsere Brücke ist ausgeleuchtet, yeah, und fertig. Ja, 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 ja. Kennst du eigentlich Hacker Brause? Nö. Was ist das? Das ist so ein. Naja, wie so ein. Wie soll ich das erklären? Das mischst du mit Club Mate oder sonst irgendeiner Mate. Okay, dann ist es mir schon zu eklig. Und ich sehe gerade, wir haben schon 16 Minuten erreicht. LOL! Gut, das heißt, wir sehen uns. Ich reiß jetzt noch die eine Wand hier raus, das schwör ich dir. Da müssen wir noch warten. Wo bist denn du? Bist fertig, du in der Wand fertig, drin? Fertig. Ja. Ah, die Wand. Ja, gut, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja, Ether. Ja, 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 ja. Ja, mach's dann. Gut. Okay, ja, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.